Ausgezeichnet. Solltet ihr etwas wünschen oder etwas nicht zufrieden sein, dann meldet euch bitte entweder bei mir oder bei den Servitoren, die nach mir schicken. Ich bin hier selbstverständlich nur eine von vielen Offizieren. Das Schiff an sich hat über 10.000 Seelen an Bord und viele weitere Servitoren, die keine Seele mehr haben, aber selbstverständlich bin ich für euch immer ansprechbar. Danke für diese Gastfreundschaft. Wir werden sicherlich in grob einer Stunde den Lagrange-Punkt erreichen und dann setzen wir in den Warp über. Laut unseren Berechnungen werden wir 2 Wochen im Warp verbringen, bis wir dann erst Eloises erreichen und dann nach einer weiteren Reise von nur einem Tag den nächsten Punkt unserer Reise Aurum. Die Strömungen sind aktuell etwas unruhig, möchte ich sagen. Vor allem im Akoros-Keil, den wir ja passieren müssen, kämpfen wir mit der Hardex-Anomalie, wie es nun leider schon immer so ist. Also gut, wenn es nichts weiter gibt, große Schießarenen haben wir hier nicht, aber Trainingsgebiete etwas kleiner, die mögen euch auch zur Verfügung stehen. Und ich habe bereits gehört, dass ihr die Schmiede aufsuchen wollt. Richtig, das wäre meine Wenigkeit. Nun, da müssen wir uns leider entschuldigen. Wir haben leider unseren führenden Tech-Priester in der Schmiede verloren. Er ist durch ein Unglück umgekommen. Aber ihr könnt euch dort sicherlich zurechtfinden und vielleicht wisst ihr sogar besser als er Bescheid. Zumindest die anderen beiden Tech-Priester des anderen Kill-Teams sind bereits auf dem Weg dorthin. Das trifft sich vorzüglich. Dann, meine Brüder, ihr entschuldigt mich. Also ich werde mich bei dieser ersten Offizierin beschweren. Meine Unterkunft braucht eine Grundreinigung, bevor ich da anziehe. Selbstverständlich, ich werde die Servitoren schicken. Verzeiht, mein Lord. Für mich ist es wichtig, eine Trainingseinheit. Jeden Tag und natürlich jegliche Möglichkeit für Speis und Trank. Speis und Trank sollt auch ihr bekommen. Wir haben einen vollen Laderaum und wir teilen gerne mit euch. Wir sind sehr froh, dass wir mit der Inquisition zusammenarbeiten dürfen. Wüsste ich nicht, was meine Reise in irgendeiner Form beeinträchtigen sollte. Ja, die erste Offizierin Althea Kyberis wird sich dann verabschieden und nach ungefähr 5 Minuten kannst du sehen, wie Servitoren entweder reingehen oder reinrollen und es sind 5 Stück, die dann anfangen mit der Grundreinigung deiner Zelle. Ja, sehr gut. Währenddessen mache ich mich auf und erkunde das Schiff ein wenig. Okay, möchtest du einen Wurf auf, ich muss gerade überlegen, ist es Suchen oder möchtest du dich generell einfach umsehen? Also du, die Gästekabine hast du schon gesehen, die Kommandobrücke, du könntest dann natürlich dann auch gerade zum Eintritt auf den in den Warp, könntest du dann die Kommandobrücke besuchen, das wäre dir dann frei. Nee, eigentlich möchte ich nur mal rumschlendern und so ein Gefühl für das, die Umgebung bekommen. Das ist immer wichtig, falls es zu Kampfhandlungen kommt, dass man ungefähr weiß, wo was ist. Ja, ausgezeichnet. Wie gesagt, es ist ein leichter Kreuzer, der auch schon zahlreiche Kampfnarben hat. Du kannst oder konntest die auf der Außenseite erkennen und auch auf der Innenseite wurde schon das ein oder andere Mal geflickt. Also gerade wie sich für einen Freihändler gebührt, ist das Schiff sicherlich dann schon über 10.000 Jahre alt und hat dann schon einige Kämpfe hinter sich, war aber widerstandsfähig und ist dann auch weiter verziert oder geschmückt worden mit Ornamenten versehen der zahlreichen Jahrhunderte. Die Luft schmeckt natürlich, wie es eben so ist, in der Leere, die wurde noch nie ausgetauscht. Die wurde immer nur wieder aufgereinigt, dementsprechend ist sie so ein bisschen süßlich von den Filtern. Vielleicht ist da ein bisschen Schimmel drin, möchtest du meinen, gerade mit deiner feinen Nase. Aber das ist jetzt nichts, was die Menschen beunruhigen sollte, dich dann sowieso nicht. Du kannst das Familienwappen der Lans entdecken, die ja hier auch schon seit geraumer Zeit dann in diesem Schiff wohnen und es handelt sich dabei um Rapier und eine zerbrochene Schreibfeder. Ja, gut, cool. Ja. Schau sich ein bisschen um und solltest du Kampfhandlungen kommen, dann bist du zumindest schon mal ein bisschen vorbereitet, hast du einen kleinen inneren Kompass, der dir dann auch die Richtung weist, damit du dann ja, meinetwegen zu der Wasserversorgung schnell kommst oder zu dem Gellerfeld-Generator, zu irgendwelchen anderen Plasmareaktoren, dass du da so ein bisschen dich am Baum des Schiffes orientierst.
Genau. Wir haben ja genug Zeit. Genau, zwei Wochen habt ihr. Ne? Richtig, genau. Und Bruder Ifrit kann dann die Schmiede aufsuchen. Möchte da sonst jemand mitkommen? Ja. Bruder, die Schmiede wird doch mit Sicherheit von den Brüdern des Mechanikum betrieben, richtig? Nun, normalerweise sind die Adeptus Mechanicus auf seinem Schiff an der Schmiede und generell überall vertreten, aber wie bereits gesagt, der Schmiedemeister hier ist scheinbar umgekommen. Momentan ist die Schmiede leer. Und die Tech Marines der anderen Killteams scheinen sie momentan in Beschlag zu nehmen. Also werde ich mich dorthin machen und ebenfalls schauen, dass ich ein wenig Zeit an den Flammen der Esse verbringen kann. Kann ich daraus schließen, dass ihr ein gewisses technisches Verständnis besitzt? Durchaus. Keineswegs auf dem Level des Tech Marines, aber genug, um lächerlich zu machen. Dann werdet ihr mir bei meinen Nachforschungen sicherlich hilfreich sein können. Würdet ihr mir kurz folgen? Sehr gerne. Und dann würde ich mich in die Kabine aufmachen, wo die fünf Servitoren sind, die da gerade putzen, und mich versuchen, einmal in deren Weg zu stellen. Ich möchte im Prinzip mal rausfinden, wie die auf meine verschiedenen Verhaltensweisen reagieren. Halt. Weiter. Naja, Bruder, das scheint nicht so zu funktionieren, wie ich dachte. Was genau soll hier funktionieren? Was genau wollt ihr hier herausfinden, Bruder? Naja, ich hatte mir überlegt, mir mal selber einen Servitor zu besorgen. Allerdings ist mein Umgang mit ihnen mehr als, naja, gar eintönig, möchte ich sagen. Ich habe sie immer nur von anderen Leuten gewartet bekommen und, naja, ich glaube, sie arbeiten mit einer Art Spracherkennung, ist das richtig? Das kommt auf das Modell darauf an. Servitoren haben durchaus eine gewisse Spracherkennung, meine ich zumindest. Kann aber auch sein, dass die lediglich mit dichten Datenablink funktionieren, dass man das Datapad hervorholt und ihnen Daten senden kann. Na, faszinierend. Und was ihre Reaktion angeht, so kommt es auch hier völlig darauf an, wie sie programmiert wurden. Manche reagieren auf Bewegungen, sondern die Kampfservitoren. Dein Putzservitor kann sein, dass er lediglich auf Hindernisse reagiert. Das heißt, stellt ihr euch in den Weg. Wenn er das erputzen kann, fängt er an, um euch herum sauber zu machen. Ja, da habt ihr recht, der eine ist jetzt rechts an mir vorbeigelaufen. Naja, das sind nicht die Modelle, die mich interessieren. Lasst uns mal in der Schmiede nachschauen, vielleicht gibt es da ja interessantere Modelle. Wir können gerne nachschauen, jedoch bezweifle ich das. Es ist meist einfacher, sich zu überlegen, was man von einem Servitor möchte und sich dann beim Mechanikum einfach entsprechend informieren zu lassen, wo man den herbekommt. Also als ihr euch die Brücke, die Offiziersbrücke kurzzeitig angesehen hatte, da hast du auch gesehen, wie an den Schaltpulten grob 100 Servitoren gesessen haben. Also die waren sicherlich auch von anderer Qualität. Das sind jetzt einfache Putzservitoren. Du kannst auch noch sehen, wenn du die genau anblickst, sie stinken so ein bisschen nach verrottendem Fleisch. Der eine oder andere hat eine Tätowierung, vielleicht von einem Strafregiment, abgeschossene Hände oder so. Da kannst du auch erkennen, dass dem wohl im Kampf dann die Glieder abgetrennt worden sind, ausgeblutet. Und dann hat man gesagt, sein Kopf, sein Gehirn funktioniert noch. Und weil er eben nur ein Straftäter war, der dann in so eine Strafkompanie versetzt wurde, ist er dann eben nur zu einem Putzservitor programmiert worden. Was Besseres hat man ihm dann nicht zugetraut. Und wenn du ein höherrangiger Offizier gewesen bist oder sowas, oder ein ziemlich intelligenter Mensch, dann wirst du vielleicht zu einem Servoschädel ausgebildet. Gerade die Inquisition benutzt die dann so ein kleines Schwebemodul dann in dem Schädel haben, dass er dann eben auch nur noch ein Schädel ist und kein Körper mehr besitzt. Das sind dann die Datenspeicher, die dann hin und her fliegen. Und das, was dich dann interessiert, sind dann natürlich die schweren Devastator Kampfservitoren, die wiegen dann so um die, ja, vielleicht eine Tonne, also ein bisschen schwerer als ihren Rüstung, haben dann so zwei große Rollen unten dran und sind dann links und rechts mit Flammenwerfern oder mit Boltern ausgerüstet, je nachdem, was man dann gerne möchte.
Ja, Bruder, also auf dem Weg zur Schmiede habe ich jetzt schon einige gesehen, die ich interessanter finde. Aber wisst ihr, muss man hier auch ein bisschen selber mit dem Ding auskennen. Wer weiß, wenn das mal ausfällt mitten in einem Felde und ich bin alleine unterwegs. Nun, für die meisten Kampfservitoren gibt es eine ganz einfache Lösung. Einmal gegenhauen. Hier. Ja. Wenn ihr etwas Komplexeres wollt, dann würde es sich nicht schaden, zumindest mit den Routinewartungen für die Modelle vertraut zu machen. Ja, warte, dieses kleine Wesen hat uns angesprochen. Ihr befindet euch in unserem Wege. Du guckst dir den Servitor gerade an, der vor dir steht und dann auch ausweicht, blickst aber auch auf seinen zugenähten Mund. Das war wohl nicht er, der dich gerufen hat. Der Servitor will wohl auch nichts von dir, geht einfach an dir dran vorbei mit mechanischen Schritten und wackelt dann einfach weiter, ohne was zu sagen. Naja, Bruder, habt ihr eine ähnliche Missfunktion? Ich denke, mein Funkgerät ist irgendwie nicht in Ordnung. Würde mal nachschauen, ob ich das Ding durch das Funkgerät höre oder so höre. Es klingt eher so, als wäre das zwischen den metallenen Gängen zu euch hereingedrungen. Irgendwas auf dem Gefängnisdeck. Ich glaube, das kommt dort zwischen den Paneelen hervor. Lass uns mal nachschauen. Schaust du dort? Ich schau hier. Lass uns schauen, ob wir irgendwelche Luken finden oder eine Möglichkeit, hinter die Paneele zu kommen. Ja, da werden wir schon was finden. Und ich möchte mich auch mal dem Geräusch nach auf den Weg machen. Ja, mit euren guten Ohren sollte das auch eigentlich relativ einfach sein. Gerade wenn ihr dann noch in die Richtung lauscht, könnt ihr dann den Gang nach rechts abbiegen, weiter in den Zellentrakt hinein. Und viele Türen sind offen, auch gerade die von euch. Hier allerdings ist jetzt eine geschlossen und ihr könnt dann auch dahinter hören, wie jemand zumindest eben gerufen hat. Jetzt eher so ein leichtes Kratzen an der Tür. Seid ihr vor der Tür? Ja, das ist eine korrekte Annahme. Holt dir Aslan! Ich will mit ihm reden! Naja, Aslan ist ein schwer beschäftigter Mann. Wer seid denn ihr, wenn ihr mir erlaubt zu fragen? Benex! Cole Benex! Haben wir von der ersten Martin, von der ersten Offizierin den Funk bekommen, den Vox? Im Prinzip ja. Also ihr könntet euch in das Schiffsvox einwählen, verschiedenste Kanäle. Das ist mit euren Inquisitionscodes sowieso möglich, dass ihr euch da mit Gewalt reinbringen könntet. Aber sie hat euch auch so die Codes zumindest gegeben. Dann würde ich sie jetzt mal anboxen. Hier, alter Kyberis. Was kann ich für euch tun, mein Lord? Nun, wir haben hier einen Gefangenen, der mit Aslan reden möchte. Dieser Martin heißt er, glaube ich. Martin? Das sagt mir nichts. Die einzige Zelle, die hier auf dem Deck weit und breit geschlossen zu sein scheint. Ihr meint Benex? Oh, heißt der Benex. Etwas schwer zu verstehen durch die Türen durch. Nun, Diaslan möchte nicht mit ihm sprechen. Lasst ihn dort. Verstanden. Jo. Nun, Bruder Wilhelm. Aslan möchte nicht mit ihm reden. Naja, das war ja zu erwarten. Ihr könnt aber mit mir reden. Ich habe die nächsten 2 Wochen eh nichts Besonderes vor. Was können wir denn für euch tun? Ich habe ihn umgebracht, aber nun, er hat die Servitoren manipuliert. Ich habe ihn dabei erwischt. Naja, wen habt ihr denn getötet? Den Maschinenseher. Da müsst ihr jetzt genauer werden, welchen Maschinenseher. Hier gibt's ja ein paar mehr. Maschinenseher Krath. Er ist für die Servitoren zuständig. Er hat sie manipuliert. Welche Servitoren hat er manipuliert? Viele. Es fiel mir auf in der Küche, bei den Küchenservitoren. Ich hab ihn darum gebeten, dass er die Situation erklärt. Und dann griff er mich an. Und seine Servitoren auch. Ich hab ihn umgebracht. Ja, das sag ich ja gar nicht, aber die Servitoren, da stimmt was nicht. Oder Wilhelm, du erinnerst dich an den
Spielemeister hier, der von den vom Mechanikum sein sollte, der tot ist? Ja, richtig, richtig. Das ist genau der Typ, den unser Gefangener hier getötet hat. Naja, ich würde es mir trotzdem gerne einmal anschauen. Ich habe eine gewisse Faszination mit Servitoren, müsst ihr wissen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich hätte die allein schon deswegen angeschaut, weil falls unser Gefangener hier doch die Wahrheit spricht. Sag dem Captain einfach nur, ich will mit ihm reden. Und die Servitoren manipuliert wurden. Ein Küchenservitor ist nicht weiter dramatisch, aber einer der Navigationsservitoren, das könnte Probleme bringen. Ja, habt ihr vielleicht ein Beispiel-Servitor, der manipuliert wurde? Die sind zerstört. Zumindest die, die mich angegriffen haben. Wann ist das denn passiert? Vor einer Woche? Na, es wird schon verarbeitet sein. Welche Servitoren könnten noch manipuliert sein? Ich weiß es nicht, er war für alle zuständig. Ich weiß auch nicht warum, er griff mich ja direkt an, als ich ihn darauf angesprochen habe. Naja, wie habt ihr es denn gemerkt? Wenn du einmal raten müsstest, erinnere dich daran, welche Servitoren wurden vor denen in der Küche gewartet? Welchen war er davor zuständig? Ich weiß es nicht. Naja, aber das wird ja einfach rauszufinden sein. Wärst du so freundlich und funkst nochmal die nette Dame an, sie soll uns bitte ein Protokoll schicken über das... über die letzten 4 Tage von diesem toten Herrn. Selbstredend, Bruder. Ich wuchs wieder die nette Dame an. Ihr alter Kyberis. Meine Lords, verzeiht, wir haben den Sprungpunkt erreicht. Wir setzen in den Warp über. Ich habe leider keine Zeit für euch. Werte Martin, könnt ihr den Sprung noch etwas verzögern? Ist das wirklich wichtig? Vermutlich. Daneben würden wir gerne nachgehen. Dafür bräuchten wir ein paar Stunden. 5 oder 6 Stunden. Und ich hätte gerne das Protokoll eures Maschinenseers, welche Servitoren er in der letzten Woche vor seinem Ableben bearbeitet hatte. Ich rede mit dem Kapitän. Kyberos Ende. Bruder Ifrit. Ja. Was ist denn da los? Warum wollt ihr den Flug verzögern? Nun, vermutlich ist es nichts. Wir haben hier einen Gefangenen, der den Maschinenzieher umgebracht hat. Er erzählt aber davon, dass dieser sich an den Servitoren vergangen hat. Nun besteht zumindest die Möglichkeit, dass die Navigationsservitoren beschädigt sind oder Servitoren an anderer Stelle manipuliert wurden. Und wenn wir nun in den Warp übergehen, und diese haben eine Fehlfunktion an einer kritischen Stelle, dann wäre dies mehr als gefährlich. Bruder Wilhelm, schätzt ihr das auch so ein? Naja, ich bin ganz ehrlich, wir sollten unser aller Ableben nicht darauf wetten, dass der einfache Mann hier lügt. Denn ihr wisst mit Sicherheit auch, sollte das Gellerfeld im Warp ausfallen, dann werden wir vielleicht überleben, aber dann werden wir vermutlich die Einzigen auf diesem Schiff sein. Dann stellt sich die Frage, ob wir wieder aus dem Warp hinaustreten können. Dann sollten wir definitiv uns darum kümmern. Ihr könnt sehen, wie rote Lichter angehen und dann die Stimme über das Vox im Schiff, schiffsweit kräht. Gellerfeld aktiviert. Warpsprung wird vorbereitet in 10, 9... 8, 7, 6. Ich würde mal den Kapitän, habe ich da auch eine Frequenz zu? Du hast da auch eine Frequenz, ja. Ich handle im Auftrag der Inquisition. Richtig. Du handelst? Ja, klar, du bist Deathwatch. Ja, ich würde ihn anfunken. Im Auftrag der Inquisition, ihr werdet diesen Sprung sofort beenden. Und dann gucke ich, ob er weiterzieht. 2. Kann ich mit meinem technischen Wissen wissen, ob er mich gehört hat? Also ich gehe zumindest davon aus, richtig? Weil meine Codes müssten so stark sein, dass er da keine Schnitte gegen hat, richtig? Ja, also du bist da auf alle Fälle durchgekommen auf sein persönliches Vox, wenn du da rauskommen möchtest. Sprung abgebrochen. Bereithalten. Hier, Octavius, ich werde mich auf die Brücke begeben. Brüder, wir treffen uns dort.
Das ist eine gute Idee. Wir sollten uns definitiv noch einmal dann um diesen Gefangenen kümmern. Und ich werde ihn gleich mitbringen. Gute Idee. Dankeschön. Ihr könnt auf alle Fälle bemerken, dass eure Haare haben sich so ein bisschen aufgestellt. Es gibt so ein unwohliges Gefühl. Das Gellerfeld ist auf alle Fälle noch an. Es fühlt sich so ein bisschen an, als hättet ihr vielleicht keine Seele in diesem Augenblick. Es ist immer dieses Gefühl, als würdet ihr neben euren Körpern stehen. Das geht so nach vielleicht einer Minute wieder vorbei. Aber das Gellerfeld ist noch an. Es ist noch nicht ausgeschaltet worden. Aber der Warpsprung wurde abgebrochen. Ja, also ich als Space Marine, vor allem von der Deathwatch, habe ich doch Vertrauen darauf, wenn der Mann jetzt in den Warp springt, würde ich den einfach erschießen, richtig? Und gehe davon aus, dass der so viel Selbsterhaltungswillen hat, dass er das nicht machen wird, richtig? Ach nee, er ist ein Freihändler, er ist seine Familie wurde vom Imperator beauftragt, Dinge zu tun, und auch er handelt ja im Auftrage der Inquisition. Also ihn als Freihändler ihn einfach erschießen solltest du nicht tun. Das kannst du machen. Das solltest du auf gar keinen Fall tun, weil das wird scharfe Gespräche mit der Inquisition nach sich ziehen. Taktisch unklug. Ja, sehr. Aber ist es dir nicht verboten? Ja, genau. Also am Ende macht die Inquisition, aber die Frage ist dann, ob die Inquisition mir am Ende auf die Schulter klopft oder mich exekutiert. Das ist halt die zwei Optionen. Exekutiert wird sie dich nicht, aber sie werden dich eben wieder aus der Deathwatch ausladen und dich nie wieder einladen. Und dazu kommt ja sogar ein scharfes Kommentar zu deinem Orden hinschicken. Also höchstwahrscheinlich wirst du dann von der, weiß ich nicht, zweiten Kompanie in die 10. Kompanie versetzt und du darfst dann die Scouts ausbilden. So frisch irgendwie seit 2 Monaten dabei, die ersten Organe, die sie jetzt austesten, und du darfst dann irgendwie auf Sniper-Missionen gehen und dann irgendwie Orks abschießen. Ja, genau. So ein bisschen Orks jagen. Also es ist halt, also du gehst davon aus, wenn du da, also klar, du kannst den erschießen, aber das wäre nicht sehr gut auf deiner Ruhmesliste.